Unsere Arbeitsgruppe befasst sich mit der Frage, wie das Nervensystem, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Besonders interessieren uns dabei die zellulären Eigenschaften der Neurone, der Nervenzellen, die es den Nervenzellen ermöglichen, diese komplexen Aufgaben im Gehirn zu erfüllen und wie sie bei der Informationsverarbeitung miteinander kommunizieren. Für diese Fragestellung benutzen wir hauptsächlich elektrophysiologische und optophysiologische Methoden. Und das Spannende an der Fragestellung ist eben, dass man sich direkt mit dem Gehirn, mit der Steuerzentrale unseres Organismus befasst. Und das ist eigentlich für uns eine super spannende Aufgabe.